Hallo? 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 Hallo, meine Gäste Kock, willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute keine Cam, heute nur ein kurzer Part. Wieso? Ich bin leicht kränklich. Man hört es noch nicht, zum Glück, aber es kommt so langsam. Ich glaube, da bahnt sich einiges an. Und ich hoffe mal, ich werde nicht krank. Und deswegen mal hält ich das Ganze kurz. Sorry, dass gestern kein Part gekommen ist. Habe ich nicht geschafft. Und heute auch nur so einer. Ne? Heute nur ein Video auf dem Kanal. Oh mein Gott, und das wird dieses Video sein. Mehr ist nicht drin. Weil ich mich jetzt gleich versuche, irgendwie zu retten und nicht in eine Grippe oder irgendwas ähnliches zu geraten, weil dann wird es mehrere Tage sehr wenig Videos geben. Von daher, kennt ihr das? Kurz bevor man krank wird, ist allgemein scheiße. Deswegen sorry dafür. Ich hoffe, das ist okay. So, wie sieht's aus? Der Clamor, ich muss kurz eben 3 Sterne machen auf die 20. Wieso? Weil irgendwie niemand gerade da am Start ist. Ich habe da vorhin einen 2-Star gemacht. Schauen wir kurz rein. Und zwar gegen meine Nummer war ein richtig geiler Two-Star mit fast 80%. Es sind dann leider keine 3 Sterne geworden, weil es eben ein bisschen nicht ganz so glücklich war. Ganz normaler GoBW-Angriff, wo die Teslas aus waren, die mich ein bisschen genervt haben. Aber war auf jeden Fall alles im Rahmen des Machbaren. Ja, ganz normal 3 Golems am Start hier bei GoBW, ganz viele Mages hinterher. Dann kommen die Mauerbrecher, die Kiste hier aufbrechen, gar kein Ding. Das passt, dann kommen die Hexen, 8 Stück an der Zahl, alle mal reingeballert. 20er King und die 23er Queen. Die Richtung im Mitte laufen, war eine sehr interessante Base vom Design her. Klarburg, wie selbstverständlich auf diesem Rathausbereich immer wirklich, sind 2 Loons und ein Drache Anti-Gift-Scheiße. Trotzdem Giftzauber drüber gedroppt. Alles ging schnell down. Heal noch rüber, damit die auf jeden Fall diese Flower E-Damage bekommen. Die Riesenbomben wurden gut ausgelöst. Die Hexen sind hinten geblieben. Der Sprungzauber hat gepasst. Der King war in der Mitte, gut getankt. Das war auf jeden Fall alles im Rahmen des Machbaren. Es lief sehr, sehr schnuckelig geil. So, die Queen hat sich dann irgendwie nach rechts verabschiedet, was nicht ganz so geil war. Wäre besser gewesen, wenn sie in der Mitte gewesen wäre. Die Hexen oben waren noch am Start und ihr seht gleich, dass das Dilemma, was passiert ist, ganz einfach die Mauern. Die Mauern, die Level 10 Mauern haben mich gefickt. Viel zu lange haben sie gebraucht, um die Mauern aufzusprengen. Auch die Hexen hangen die ganze Zeit dazwischen. Wir waren einfach in der Mitte hier gefangen. Vielleicht wäre ein zweiter Sprungzauber nicht schlecht gewesen, den ich quasi an der gleichen Stelle gesetzt hätte, bloß gegenüber. Das hätte vielleicht sogar einen 3 Sterne gebraucht, weil die so viel Damage gefressen haben in der Zeit. Gleich bekommt die Queen auch derb in der Fresse. War auch ein bisschen unglücklich, obwohl natürlich der Golem da unten gut läuft, um die Queen zu deffen. Das Problem an der Sache seht ihr gleich, der Golem genau läuft so komisch, die Queen weiter unten und gleich schießt etwas drauf. Oben sieht es auch gut aus, Golem, die Hexen hinterher, bloß kommt einfach kein Damage. Und jetzt diese Kanone schießt durchgehend auf die Queen und deswegen kriegt sie halt derbe in die Fresse, kriegt die auf den Popo. Und die Golems können nicht weiter tanken. Ich habe sie nicht gezündet, weil es einfach rausgelaufen ist. Mit diesen minimalen HP habe ich sie dann nicht gezündet. Und gleich musste ich sie zünden, weil dann in der Zeit quasi die Golems verreckt sind. Moment, passt auf. Genau, jetzt muss ich sie zünden, weil der Expo umgeswitcht hat. Der hat der Expo die restlichen Hexen weggeballert. Ja, war ein bisschen unglücklich. Ich würde sagen, mit dem zweiten Sprungzauber wäre es vielleicht besser gelaufen, weil der Healzauber war nicht erforderlich, weil der Damage in der Mitte nicht so krass war. Das heißt, mit dem zweiten Sprungzauber wären es vielleicht die 3 Sterne gewesen. Die Mauer hat mich ein bisschen gefickt. Und die eine Kanone, die die Queen zerballert hat. So, Leute, wir gehen angreifen. Ich gemme die restliche Scheiße hier fertig. Ich bin wieder am Start mit dem Standard-GoBW-Angriff. Ich gehe auf 3 Sterne, mache die eben kurz gegen die Nummer 20. Das sollte kein Problem sein. Also, wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich auf jeden Fall meinen Account löschen. Wisst ihr Bescheid, wenn ich ihn lösche, dann auf jeden Fall. Deswegen, ich weiß es nicht. Wenn das keine 3 Sterne wären, weiß ich auch nicht. Wir schauen mal kurz. Ja, es gab ein bisschen Beef, Kindergarten-Scheiße im Clan, deswegen habe ich jetzt 2 Leute entlassen, die es aber nicht wollten. Geliebt. Ich will es gar nicht sagen. Ach, scheißegal. Also, was ist halt, ne? Ist so. Also, wir haben wieder Plätze frei. Kommt doch rein. Ich werde es, denke ich, mal so machen, wie ich schon lange geplant habe, dass nur noch mit Bewerbung, dass auf jeden Fall Leute reinkommen, die nicht alle 5 Minuten wieder liefen. Sowas in der Art. Mal gucken. Klarmäßig gibt es aber ein paar Informationen. Weil will ich viele fragen, Lars, wie komme ich in den Clan? Wie komme ich da rein und so weiter? Bald wird es, denke ich, mal eine E-Mail-Adresse geben, wo man eine Bewerbung hinschreiben kann. Also, mit Passbild und so. Nee, eine Bewerbung. Und dann hat man die Chance. Dann ist man vielleicht für eine Woche oder so. Oder für 2 Wochen ist man dann probemäßig im Clan. Und wenn man es dann geschafft hat, wird man Vollmitglied und dann ist man richtig krass, ne? Mit Bewerbung ist, glaube ich, am besten, weil jemand, der spontan oder der wirklich in den Clan bleiben möchte, der schreibt auch eine Bewerbung. Jemand, der nur reingeht, weil er kurz eben Fame abgreifen will oder seinen Schwanz zeigen will, der ist halt nur kurz drin und wird niemals eine Bewerbung schreiben, weil darauf hätte der niemals Bock. Das schreckt schon mal einige Leute ab. Da wird es auf jeden Fall Informationen geben, von wegen Clan und so weiter, wie gesagt, weil mich viele fragen. Und wir schauen noch mal kurz, wie ich den jetzt am besten angreife. Ist doch eigentlich scheißegal, ne? Einfach rein und wegballern. Sind halt 3 Sterne sicher, von daher einfach rein und los. Armee passt, Standard GoBW. GoBW, ich gehe von links rein, glaube ich, ist eine gute Taktik hier. Großflächig am besten, das würde ich sagen. Da und da und da. Und die Mages außenrum zu, die Außengebäude wegballern.
Die Hexen können hier schon mal gesetzt werden. Das sollte auf jeden Fall passen. Letzte Hexe auch noch. So, das wird auf jeden Fall hier großartig geballert. So, dann setzen wir hier die Mauerbrecher, die auf jeden Fall da wunderbar laufen. King, wir setzen Queen. Das passt alles. Noch ein paar Hexen hinterher. Ich behalte mal eben kurz ein paar Hexen am Start hier. So, das sieht auch alles gut aus. Der King wird jetzt verrecken hier. Das ist alles in Ordnung. Der erste Wutzauber wird mal hierhin gedroppt. So, jetzt kommt natürlich die Klarenburg. Setzen wir dann mal den Gift hier hinein. Genauso wie den Heal-Zauber. Der kommt auch hier rüber. Die letzten drei kommen auch noch hinterher. Die letzten drei Mages. Und einen Sprung brauchen wir irgendwie bestimmt noch irgendwo an der Stelle. Das sieht ja alles im Rahmen des Machbaren aus, glaube ich, hier gerade. Das sieht doch alles machbar aus. So, der nächste Wutzauber wird hier in der Mitte gedroppt. Alle wieder schön rein. Setzen wir hier einen Sprungzauber. Können sie noch rübergehen, wenn sie Bock haben. Das sieht doch alles gut aus, Leute. Das sieht doch alles fein aus. Das ist alles im Rahmen. Oh Gott, viele Bomben hier. Au, 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 au. Da geht viel kaputt, gerade unten. Da geht viel kaputt. Aber Leute, ja. Da geht echt gerade viel kaputt. Alle Hexen und alle Mages sind gerade gestorben. Das ist nicht ganz so gut. So, King und Queen müssen noch nicht so gezündet werden. Haben wir auch noch Hexen und so einen Scheiß am Start? Keine Ahnung. Wir haben noch viele Golems, die tanken. Das liegt gerade sehr unnormal. Nicht optimal hier. Die Queen muss auch nicht gezündet werden. Der King muss auch noch nicht gezündet werden. Die können wir hier rumballern. Die Queen gönnt sich jetzt hier die Verteidigungsanlage und kann da oben viel rumschießen, wie sie möchte. Das ist in Ordnung. Alter, wie alle unten gestorben sind. Die alle unten gestorben sind. Richtig schlecht. Der stirbt der letzte Mage. Aber noch, jetzt haben wir nur noch Golems und Helden. Das ist noch Golems und Helden. Dann zünde ich mal den. Ihr habt noch eine Minute Zeit. Reicht das von der Zeit her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wären das keine drei Sterne, weil sich alle nach unten verabschiedet haben, oder wie? Oh Gott. Queen zünde ich auch mal. Wieso? Weil es gemacht werden muss. Weil sonst die Zeit nicht mehr reicht. Weil das so groß... Oh, jetzt laufen die auch alle nach oben. Oh, es läuft gerade so scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Die Minute. Reicht die Minute noch? Also, die Golems tanken die Scheiße durch. Das passt. Eieieiei, 50 Sekunden, das wird jetzt knapp von der Zeit. Oh Gott, es wären trotzdem drei Sterne. Die Golems gönnen sich die letzte Scheiße hier. Die Doppelriesenbombe ist auch kein Problem. Letzte Verteidigungsanlage, jetzt heißt es halt nur noch die... Oh, ich müsste noch die Mauer kaputt schießen. 40 Sekunden, das reicht aber, oder? Das reicht. Komm, wir zoomen kurz raus. Das ist trotzdem easy, obwohl das gerade sehr, sehr doof gelaufen ist. Alle Mages, alle Hexen nach unten und nichts hinterhergelaufen, was irgendwie tankt. Einfach alle dran gestorben. Komisch. 30 Sekunden, ja, das reicht. Hier gehen sie durch, sehr gut. Ist irgendwo noch ein Gebäude, was wir vergessen haben? Nein, komm. Mach kurz die 3. Ist in Ordnung. Putz. Schlitz. Bam. Easy, 3 Sterne. Trotzdem ein bisschen Panik bekommen, weil die komisch gelaufen sind. Alle Hexen und Mages. Trotzdem okay. So, 3 Sterne. So, dann haben wir jetzt 44 zu 42 steht jetzt im Clan War. 44 zu 42. Wir schauen kurz auf die Statistik. Feindliches Team. Sehen wir wirklich, dass der Markus noch angreifen kann und der Nemesis. Das heißt, 2 Angriffe haben die noch offen. Von der Nummer 7 und von der Nummer 16. Wir schauen kurz auf uns hier am Start. Also oben wieder keine Sterne mehr. Das kann man sich jetzt ausdenken. Ich glaube, die schaffen auf unseren Rathaus-10er keine 2-Star, beziehungsweise 2 Sterne mehr. Weil ganz einfach der nicht so krass ist. Und hier ist nirgendwo mehr ein Star übrig, beziehungsweise One Star. Das bedeutet, er muss hier irgendwo noch einen Stern herholen. Es ist, der schaffen die nicht mehr. Das ist so gut wie unmöglich. Sollte jetzt easy gegessen sein, 44 zu 42. Das sollte ein Win sein, das gefällt mir auf jeden Fall. Und somit habe ich 2 legendäre GWW-Angriffe wieder gemacht. Ich weiß, ich benutze die Taktik sehr oft, aber Rathaus 9 Max ist halt die beste Taktik. Und meistens führt es halt immer zum Erfolg. Und gegen den ersten oder gegen den ersten Angriff, den ich gemacht habe, oder den ersten Angriff halt, habe ich ja auch die 3 Sterne fast geschafft. Und deswegen passt das. So, dann würde ich mal sagen, ich will gar nicht mehr jetzt hier noch länger aufhalten und werde mich jetzt sofort ins Bett verkriechen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, obwohl hier ich nicht ganz so emotional und super geil unterwegs war, ohne Cam und den ganzen Scheiß. Sorry dafür, aber ich bin leicht kränklich. Und ich hoffe doch mal, dass es mir dann besser geht. Es kann sein, dass doch noch ein zweites Video kommt, kann ich euch aber nicht versprechen. Sonst, wenn es mich voll erwischt habt, dann wisst ihr die Informationen über Twitter. Ich kann allgemein gerne nochmal Twitter raushauen, twitter.com/ZuschauerLP oder twitter.com, halt, ne? ZuschauerLP, Link auch in der Beschreibung, glaube ich, müsste von Twitter auch drin sein. Bin eigentlich am aktivsten bei Twitter, wenn ihr irgendwas wollt und so weiter. Bei Twitter antworte ich zu 99,100% und lest da auch alles. Also Twitter ist der krasseste Scheiß. Würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Das wäre richtig super geil. Und stream heute Informationen über Twitter. Wenn ich krank bin, nein. Wenn ich nicht krank bin, ja. Werdet ihr noch wissen und ich schreibe es auch in den Titel vom Stream rein. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Es ist ein Tag davor. Es kann passieren, dass der Stream ausfällt. Ich habe keine Ahnung. Wird sich ergeben, wie es mir morgen geht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat,
und ihr sagt, Lars, du bist super geil, du machst sogar Videos, wenn du hier fast abnippelst, dann lasst ein Like da. Obwohl, so schlimm geht's mir jetzt auch nicht. Aber lasst ein Like da, würde mich freuen. Bei 100 Likes wisst ihr Bescheid, da ziehe ich mich aus. Und seinen Haufen super nasser Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüssi. Tschüss, winke, winke, tschüss.